Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Teile der Rede von Ihnen, Herr Trohm, im Auftritt und in Lautstärke sind angesichts des Ereignisses, das heute formal den Rahmen setzt, unangemessen. Wir beklagen den Tod eines Polizisten und führen einen weiteren innenpolitischen Kotau auf, den wir in dieser Wahlperiode so häufig von Ihnen schon erlebt haben. Ich finde, das ist angesichts der Schwere der Tat und der bevorstehenden Beerdigung wirklich unangemessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und kein Polizist muss in diesem Land sterben. Aus jeder Tat ist eine Folge abzuleiten. Wir haben eine Verantwortung als Gesetzgeber. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Bundeskanzler sagte, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Recht hat er. Wir leben in einer Epoche der Zeitenwende. Aber diese Zeitenwende bedeutet auch, dass man aus diesem Ritual herausbricht und sich selbst auch noch mal in Frage stellt. Da nehme ich keine Fraktion, meine eigene, mich als Person auch nicht aus. Aber wenn wir jetzt ein Sammelsurium von Forderungen sehen, die wir so an anderer Stelle, 14 Punkte an der Zahl, schon öfter diskutiert haben, gehört haben, dann fragt sich das, was ist denn jetzt eigentlich der Schritt von dem Tag vor der Tat zu dem Tag heute? Was ist denn jetzt anders in Ihrem Katalog? Und ich sage Ihnen, wir haben eine gemeinsame Verantwortungszeit in unterschiedlichen Regierungstagen getragen, und auch Sie tragen für die Migrationslage in Deutschland und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eine hohe Verantwortung. Sie tragen sie auch in den Ländern. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, machen Sie sich hier nicht vom Acker. Hören Sie auf mit den spalterischen Tendenzen, ich wiederhole, spalterischen Tendenzen, indem Sie den Zweifel an der Polizei streuen. Die Kennzeichnungspflicht, die Sie beklagt haben, die der Fraktionsvorsitzende letzte Woche auch beklagt hat im Bundespolizeigesetz, Bundespolizeigesetz seit 1994 unverändert, unter Unionsführung nicht gelungen. Diese Kennzeichnungspflicht findet sich in Länderpolizeigesetzen der schwarz geführten Länder. Ich kann Ihnen da Schleswig-Holstein zum Beispiel nennen, ich kann Ihnen aber auch Sachsen-Anhalt nennen. Das ist eine Regel, die in einem demokratischen Rechtsstaat nicht ungewöhnlich ist, weil wir stehen zu den rechtstreuen Polizisten. Das ist kein Ausdruck des Misstrauens. Sie schüren das Misstrauen, was man sonst von rechter Seite auch hier im Plenum vernimmt. Das ist der Unterschied. Führen Sie die Debatte mit dem Versuch einer Lösung oder einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft. Wir sind in einer herausfordernden Situation. Und deswegen sage ich auch in aller Klarheit, auch an unseren Koalitionspartner, in aller Deutlichkeit, ich kann so manchen Auftritt der Liberalen in Talkshows sehen, wo über Waffensysteme philosophiert wird in aller Tiefe, in aller Weite. Aber die Zeitenwende darauf zu reduzieren, dass man im Äußeren einen bestimmten Schritt geht, aber kein anderer Schritt folgt, und das ist auch die Rechtsänderung, das ist zu wenig. Die Diskussion, die geführt wird über Sparhaushalte in einer Situation, sind wir in einer existenziellen Krise unseres Gemeinwesens? Sind wir bedroht durch Menschen wie Putin im Inneren wie im Äußeren? Aber was ist dann der Schluss? Ein Sparhaushalt? Noch mal kürzen und dann eng im Innenbereich nur den Bereich der Polizei ausnehmen? Das, meine Damen und Herren, kann nicht die Lösung sein. Wir werden niemals an der Sicherheit im Inneren, im Äußeren und Sozialen sparen. Und es ist im Übrigen auch nicht in Ordnung, wenn wir dann über die äußere Sicherheit reden, dann auch eine Debatte über die rechtssichere IP-Adressenspeicherung zu verweigern. Ich interpretiere das Urteil des EuGH tatsächlich anders. Es ist sogar, was das Legalitätsprinzip angeht, eine Pflicht des Gesetzgebers, nicht nur Grundrechtsschutz zu betreiben von denen, die möglicherweise zu Unrecht unter Verdacht geraten, sondern es geht auch um den Grundrechtsschutz von potenziellen Verbrechensopfern. Das sage ich in aller Klarheit auch für die SPD. Und deswegen erwarte ich auch vom Koalitionspartner hier auch Tat statt Wort in diesem Bereich. Und wenn wir schon hier sind, wir werden gemeinsam auch die Sicherheitslage rechtlich tatsächlich zu Afghanistan, zu Syrien einschätzen. Ich erkläre noch mal in aller Klarheit, 53, 54 Aufenthaltsgesetz gelten. Das Sicherheitsinteresse der hier lebenden Menschen geht vor den Interessen des Ausländers an Verbleib, insbesondere nach dem Begehen von Straftaten. Das ist keine Frage, sondern ein Auftrag zur Umsetzung. Und der letzte Sicherheitslagenbericht zu Afghanistan ist angesprochen worden, aber es ist falsch dargestellt worden, Frau Lindholz. Natürlich gibt es Entscheidergrundlagen. Sie haben damals auch das BAMF geführt, und Sie wissen, was in den Entscheidergrundlagen aufgenommen worden ist, mit Blick auf Syrien und Afghanistan. Aber das haben wir in der gemeinsamen Regierungszeit
auch verantwortungsvoll erkannt. Es geht mir hier nicht darum, eine weitere Spaltung hineinzubringen, sondern zu überlegen, wie wir gemeinsam als demokratische Fraktion das Sicherheitsbedürfnis der hier lebenden Bevölkerung, und zwar aller Einwohnerinnen und Einwohner, nicht nur der Deutschen, mit dem in Einklang bringen, dass der Rechtsstaat das auch rechtsstaatlich durchsetzt. Ich will kein Scheitern einer solchen Abschiebeanordnung nachher vor einem Gericht. Das muss auch vollzogen werden, weil das würde ansonsten noch mehr Zweifel am Rechtsstaat sehen. Wir sind in dieser Herausforderung. Das Wort des Bundeskanzlers gilt. Die Bereitschaft der SPD-Bundestagsfraktion ist da, und wir werden nicht nur reden, wir werden handeln.